Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo, in dem ich dir erklären möchte, wie du aus einem Aktivsatz im Past Perfect einen Passivsatz bildest. Die erste Regel dafür lautet, Objekt wird zum Subjekt. Das bedeutet, dass das Objekt im Aktivsatz zum Subjekt im Passivsatz wird. Wir schauen uns jetzt aber zunächst einmal an, wie wir das Subjekt und das Objekt voneinander unterscheiden können. Also, Tom had stroked the cat. Tom hatte die Katze gestreichelt. Nach dem Subjekt fragen wir mit wer oder was. In diesem Fall also, wer hatte die Katze gestreichelt? Tom. Tom ist hier also die aktiv handelnde Person im Satz, also das Subjekt. Nach dem Objekt fragen wir mit wen oder was. Also, wen oder was hatte Tom gestreichelt? Die Katze. The cat ist also das Objekt und Tom das Subjekt. Im Passivsatz wandert nun das Objekt an den Anfang des Satzes und wird zum Subjekt. Also, the cat had been stroked by Tom. Du erkennst außerdem, dass das Subjekt anstelle des Objekts gewandert ist und du musst immer beachten, dass du dann noch by vor dem vorherigen Subjekt schreiben musst. Also, das Objekt lautet dann by Tom. Außerdem ändert sich auch die Verbform im Passiv. Wir schauen uns nun an, was wir benötigen, um das Verb im Passiv im Past Perfect zu bilden. Wir benötigen had been und das Past Participle, in diesem Fall stroked. Das Past Participle bilden wir bei regelmäßigen Verben, indem wir das Verb mit ed am Ende schreiben, so wie hier. Und bei unregelmäßigen Verben ist das Past Participle die dritte Verbform, also wie zum Beispiel bei see, saw, seen, ist dann seen das Past Participle. Du musst außerdem etwas mit dem Personalpronomen beachten, wenn du aus einem Aktivsatz einen Passivsatz formulieren möchtest. Peter had asked him. Peter hatte ihn gefragt. Du kannst hier erkennen, dass him als Objekt verwendet wird. Du kannst nämlich fragen, wen hatte Peter gefragt? Ihn. Im Passivsatz muss nun das Objekt zum Subjekt werden. Deswegen verwendest du jetzt nicht mehr die Objektform des Personalpronoms, sondern die Subjektform. Also, he had been asked by Peter. Er war von Peter gefragt worden. Jetzt zum Schluss möchte ich dir noch zeigen, wie du mit Sätzen umgehst, in denen zwei Objekte vorkommen, nämlich ein direktes und ein indirektes Objekt. Wir schauen uns zunächst einmal an, wie wir diese beiden Objekte voneinander unterscheiden können. My friend had sent me a letter. Mein Freund hatte mir einen Brief geschickt. A letter ist hier das direkte Objekt, denn es ist direkt von der Handlung betroffen. Der Brief wird nämlich versendet, in Briefkästen geworfen und landet schlussendlich bei mir, dem Empfänger des Briefes. Also, das indirekte Objekt ist also der Empfänger des direkten Objekts. Wenn du nun aus diesem Satz einen Passivsatz bilden möchtest, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst einmal das direkte Objekt als Subjekt verwenden und einmal das indirekte Objekt als Subjekt verwenden. Der Passivsatz mit dem direkten Objekt als Subjekt lautet A letter had been sent to me by my friend. Du siehst hier also, das vorherige direkte Objekt wandert an den Satzanfang und wird als Subjekt verwendet. Dann hast du had been und das Past Participle. Und dann musst du beachten, dass du vor me noch das Wort to schreiben musst. Mit dem indirekten Objekt als Subjekt lautet der Satz I had been sent a letter by my friend. Hier wandert also das indirekte Objekt an den Satzanfang und wird zum Subjekt. Und du musst beachten, dass sich hier das Personalpronomen natürlich wieder verändert, denn hier steht es in der Objektform. Und hier wird es dann in der Subjektform verwendet, so wie wir eben schon besprochen haben. Also lautet der Satz am Ende dann, I had been sent a letter by my friend. So, du weißt nun, wie du einen Aktivsatz im Past Perfect umformulierst in einen Passivsatz. Dein neues Wissen kannst du jetzt noch mit unseren Übungsaufgaben überprüfen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Lernen.